Also das Rebellischste und Ärgste, was man als Frau machen kann, ist einfach mal 20 Kilo zunehmen. Und das wird sich niemand trauen. Es gibt Frauen, die lassen sich das Gesicht verstümmeln und die Brüste aufschneiden und sich am ganzen Körper tätowieren. Aber einfach so 20 Kilo zunehmen als radikaler Akt, das wird sich, glaube ich, die ärgste Punk-Feministin nicht trauen. Rote Kappe zurechtdrücken, Schluck Bier, Kippe an, kann losgehen mit Stefanie Sargnagel. Eine saufende Beiseldichterin, die laut eigener Aussage unter Sprechdurchfall im Internet leidet. Man kann sie auch anders beschreiben. Stefanie Sargnagel ist Facebook-Literatin. Ihre Statusmeldungen sind verwegene Aphorismen, die den Ist-Zustand ihrer Generation schonungslos wiedergeben. Ich will keine erwachsene Frau sein. Mehr so eine Mischung aus kleinen Mädchen und fettem Hooligan. Stefanie Sargnagel provoziert mit ihrer digitalen Lyrik. Mit ihrer Missachtung von gesellschaftlichen und grammatikalischen Regeln. Ich setze mir die Satzzeichen nicht so, wie sie gerade grammatikalisch richtig sind, wie sie aber in meinem Kopf vom Rhythmus her besser passen. Die liest man dann auch viel monotoner. So ein gleichbleibender, lakonischer Sound ist dann irgendwie. 30.000 Follower, pro Meldung gerne mal 2.000 Likes. Die Webgemeinde feiert Stefanie Sargnagels Nullbockhaltung. Die zeigt sich nirgendwo besser als in ihrem Schreiben. Lustvoll hingerotzt statt auf Feuilletondeutsch poliert. Wie eben auf der Straße und im Chat selbst. Im Internet benutzt man einfach mehr Umgangssprache halt generell. Es verändert so die gesprochene Sprache, sondern halt die gesprochene Sprache wird halt sichtbarer vielleicht einfach. Weil halt Leute schreiben, die eigentlich gar nicht. Also früher haben ja extrem wenig Leute geschrieben und jetzt schreibt halt jeder die ganze Zeit, weil es viel mehr Schriftkommunikation gibt halt, ja. Sargnagels Internetnotizen bringen nicht nur sprachlich eine neue Gelassenheit mit sich, sie liefern einen erstaunlich offenen Einblick ins Privatleben, zum Beispiel in ihre Arbeit im Callcenter. Das Callcenter ist wie Krieg und der Kunde ist der Feind. Oder in ihre Gebärmutter. Nach dem Absetzen der Pille habe ich endlich wieder diese kräftige Regel, diese wüsten, kriegerischen Blutschwelle mit den urigen Batzen, mit der ich mich viel besser identifizieren kann. Sargnagel hat mit ihren Derbheiten schon 3 Bücher und unzählige Lesungen gefüllt. Das Krasse ihrer Sprache mag durchaus eine gewisse Sensationslust bedienen, aber der Ursprung dafür ist ein anderer. So derbe Sprache ist so wie ein Ausdruck von Intimität auch eigentlich so. Weil wenn man jemand sehr nahe steht, redet man ja derber eigentlich. So tendenziell habe ich schon das Gefühl, dass so das Fäkal in Österreich irgendwie normaler ist. So. Eben das habe ich, also mein Malereiprofessor meinte auch zum Beispiel, der Daniel Richter, der Hamburger ist, meinte auch mal, das habe ich mir damals gemerkt, so, ja, ihr Österreich immer mit eurem Pipi und eurem Kacker. All das möchte man ihr verzeihen, weil in ihren Zeilen auch viel Verletzlichkeit durchschimmert. Eine junge Frau, die einsam und melancholisch sein kann, die dem Sozialbau ihrer Kindheit entwachsen ist, ihn aber nicht vergessen hat. Ja, also hier gehe ich halt ganz gern spazieren. Ich weiß nicht genau, ich finde es irgendwie sehr trist mit den ganzen Gemeindebauten im Hintergrund. Es ist irgendwie schön, aber man hat gleichzeitig das Gefühl, da haben sie schon einige versenkt. Es ist schon so, dass ich mich einfach wohlfühle an so Orten. Und es hat meistens schon mit der eigenen Biografie auch zu tun. Also ich war einfach als Kind auch, mein Vater hat mich oft in ranzige Kneipen mitgenommen, auf mich aufgepasst hat. Und das ist halt, man fühlt sich dann auch oft wohl an den Orten, die man von der Kindheit kennt irgendwie. Das Beisel wird man aus Stefanie Sargnagel nicht mehr rausbekommen. Warum auch?
wenn so viel Aufregendes entsteht, wenn sie drin sitzt. Liebeskummer ist, wenn man beim Wichsen zu weinen beginnt.